Hallo zusammen. Hi, zu unserem ersten YouTube-Video von Die Jungs kochen und backen. Wir zeigen euch heute Cookies. Wir haben ganz viele Cookies schon gebacken. Auf dem Blog sind 2, 3, 4 drauf. Und heute zeigen wir euch die. Genau, die normalen Schoko-Cookies. Aber genau wie sie sein müssen: saftig, viel Schokolade. Viel Kakao. Viel Kakao. Ganz einfach und wir zeigen euch jetzt, wie es geht. Also los! Der Butter 225 Gramm Eichelbeerschüssel. Davon 250 Gramm. Bist wieder bei deiner Lieblingsbeschäftigung? Das Mehl einfach mit dem Schneebesen ein bisschen durch, da spart man sich das Sieben. So, wir stellen schon mal den Ofen auf 170 Grad Ober-Unterhitze. Wie gesagt, wir machen Chocolate Cookies, deswegen kommt jetzt als erstes noch Kakaopulver dazu. Wir machen mal vier Teelöffel, vernünftige Teelöffel. Esslöffel, Entschuldigung. Dicke Esslöffel. Und jetzt kommt das Beste. Weiße Schokolade, wir haben jetzt dunkle. Das erspart euch auf das Fitnessstudio ein bisschen, wenn ihr die Schokolade unterhebt. Ja, schon. Du warst heute noch gar nicht. Ich war noch nicht. Na! Perfekt aussehen und wenn oben mal so eine kleine Ecke fehlt, dann ist es überhaupt nicht dran. Was wir eigentlich ganz gerne mögen, als kleines Topic, geben wir immer noch ein bisschen mehr Salz oben auf die Cookies drauf. Das gibt dem Ganzen noch mal ein kleines bisschen Pfiff. Okay, der Ofen ist vorgeheizt auf 170 Grad. Wir werden die jetzt für 16 Minuten ungefähr auf der mittleren Schiene backen. Die sind sehr, sehr weich. Von daher. Seht ihr? Die verformen sich noch. Genau. Man denkt immer, die wären noch nicht fertig, aber die sind genau richtig so, damit sie nachher, wenn sie kalt sind, immer noch schön soft sind. So, die Cookies sind jetzt soweit abgekühlt. Und ihr seht, sie sind auch schon viel fester als eben, aber immer noch schön soft von innen. Genauso wie sie sein sollen. Darfst du jetzt essen? Ja. Ich will auch. Okay. So, das sind unsere Schoko-Cookies. Und ihr habt gesehen, wie schnell das wirklich geht. Genau, total einfach. Super lecker. Und im Endeffekt könnt ihr die variieren, wie ihr wollt. Ihr könnt da Schokolade reinmachen, Smarties reinmachen. Ihr könnt mit Vollkornmehl arbeiten, mit normalem Mehl gemischt. Genau, also ein wundervolles Grundrezept. Und wir sagen, lasst es euch schmecken. Bis das nächste Mal. Tschüss. Ciao.